Einmal hier vorne, bitte. Ja, gegen Frankreich. Der Trainer stichelt immer mal wieder und sagt, die deutsche Mannschaft hat ja den WM-Titel schon abonniert, dann bleibt für uns nur Platz zwei und ist immer so ein bisschen suffisant. Merkt ihr das oder lasst ihr euch von sowas provozieren und oder wie wäre deine Antwort darauf? Ja, ich denke mal, dass das einzig Richtige ist, dass man auf uns selbst schaut. Da sind wir eigentlich immer ganz gut gefahren damit und wir wollen den dritten Sieg jetzt einfahren gegen Frankreich, wollen Gruppenerster werden und das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Armin Krause. Ist vielleicht auch der Druck zu groß, dass es eben noch nicht so richtig rundläuft? In der Vorbereitung war ja alles super perfekt, da gab es berauschende Spiele und jetzt holpert das so ein bisschen. Ist das vielleicht auch der große, riesige Erwartungsdruck, der von außen an euch rankommt, dass es eben doch nicht so rundläuft bisher? Das weiß ich nicht, das würde ich glaube ich nicht sagen. Also wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Es waren jetzt zwei sehr, sehr schwere Spiele für uns. Ich denke mal gegen Frankreich wird wieder ein ganz anderes Spiel, weil die Französinnen technisch versiert sind und dann muss man schauen, wie wir da reinkommen und ich hoffe, dass wir dann besser Fußball spielen können. Bitte schön. Silvia Neid sagte gestern, ihr hättet sehr gehemmt gewirkt für sie. Sie kündigt ja auch Einzelgespräche an. Ist es dann auch so, dass der Teampsychologe jetzt von euch frequentiert wird? Weiß ich nicht. Also das hängt dann individuell an einer Spielerin, ob sie den Arno nutzt oder nicht. Also weiß ich nicht. Moment. Wir haben Verstärkung hier oben. Hallo Simone. Simone Lauder, schön, dass du hier bist. Simone, ich nehme dich gleich mit rein in die Runde. Wir können dann ja auch weitermachen mit Fragen auch an Kim Kulig. Simone, du hast gestern das erlösende Tor geschossen, das erlösende 1:0. Wie ist der Abend für dich dann weitergegangen? Du hast dann Interviews gegeben, ihr seid ins Hotel gefahren, Koffer packen und so weiter. Was passiert dann? Legt man sich dann ins Bett, schläft man dann ein oder liegt man die Nacht wach und kommt nicht so richtig in den Schlaf? Ja, also ja, wir mussten halt noch lange Koffer packen. Das ging eigentlich ziemlich rasch und es war ja auch schon spät. Haben dann noch eben was gegessen und dann sind die meisten auch schon ins Bett. Also es war nicht mehr so der lange Abend. Danke, Simone. Ja, Fragen? Wenn der Kollege eben von gehemmt sprach, spielen da die ungewohnt vollen Stadien eventuell eine Rolle? An wen geht die Frage? Die ungewöhnlich. An wen geht die Frage? An beide Spielerinnen? An beide, ja. Also ich persönlich glaube nicht, dass die Menschenmasse irgendwas mit unserem Spiel zu tun hat. Also da sind wir schon selbstverantwortlich. Simone? Ja, kann ich mich der Kim halt eben auch anschließen. Ich habe jetzt die ganzen Kommentare vorher nicht mitbekommen, aber also ich glaube nicht, dass es halt ausschlaggebend ist, wie viele Fans jetzt im Stadion sind. Das kriegt man ja auf dem Spielfeld dann auch irgendwann nicht mehr mit. Den Schwung schon, aber wenn man dann eben in diesen Aktionen und Situationen ist, dann kriegt man das selber nicht mit, weil man versucht, sich aufs Spiel zu konzentrieren. Moment. Martina Knief? Auch eine Frage vielleicht an beide. Wo drin seht ihr denn die Gründe, dass es jetzt zweimal nicht so gut geklappt hat und gestern ja eher sogar schlecht? Also die Zuschauer haben wir jetzt schon abgehandelt, die robuste Spielweise der Nigerianerin haben wir auch alle gesehen. Aber wo seht ihr Gründe für das bisher nicht so gute Spiel? Ja, dass das ein Durchmarsch wird, das ist, glaube ich, also dass es kein Durchmarsch wird, ist es eben bewusst hier. Es versucht jede Mannschaft, den zweimaligen Weltmeister zu stürzen und das ist halt einfach auch nicht leicht und in solche Spiele muss man sich eben auch mal reinkämpfen. Das Spiel gegen Kanada, da haben wir halt den Anfang gemacht. Ich meine, darauf haben wir auch 4 Jahre hingearbeitet und hingefiebert. Und dass dieses Spiel gegen Nigeria nicht leicht wird, das war uns eben auch klar. Aber trotzdem muss man da eben am Ball bleiben und da eben nicht aufgeben. Und wir haben trotzdem versucht, auf das Tor zumindest hinzuspielen und haben gekämpft und das ist wichtig. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben trotzdem. Also es versucht eben jede Mannschaft, den zweimaligen Weltmeister zu stürzen. Das ist ganz klar, mit allen Mitteln. Frank Hellmann. Frau Lauder, da mal anschließend, die Mia Hemm hat schon am Dienstag in Dresden gesagt, dass sie verwundert ist über die starke Physis und die Athletik, die sie im Frauenfußball Einzug erhalten hat. Das wäre überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit 1999, als sie noch gespielt hat. Ist das so eine Komponente oder eine Beobachtung, die Sie auch machen? Und ist es tatsächlich dieses starke physische Spiel, auch mit so viel Fouls wie gestern, die neue Zukunft des Frauenfußballs?
Ja, natürlich. Also jede Mannschaft, auch die Vereine und jedes Land natürlich, also versuchen, oder Nationalmannschaften, sagen wir so, versuchen natürlich immer das Beste aus sich rauszuholen. Und dann fängt es natürlich eben auch an mit der Physis und natürlich auch mental sich auf solche Sachen vorzubereiten, klar. Und wenn ich mir die WM angucke, dann ist dann schon ein richtig gutes Niveau. Es ist sehr, sehr viel Tempo und es ist halt um vieles professioneller geworden. Und das ist eben auch das, was der Frauenfußball braucht. Christian Kamp. Eine Frage an beide auch, ans zentrale Mittelfeld. Sie hatten beide, glaube ich, so viel Platz zu bearbeiten, wie man selten im Spiel zu bearbeiten hat. Die Abschnitte zwischen Abwehr und Angriff waren riesig groß. War das so geplant, dass Sie manchmal fast in einem 4-2-4-System gespielt haben? Und falls es nicht unbedingt geplant war, hat das dazu beigetragen, das Spiel schwierig zu machen? Na, ich denke mal nicht, dass wir im 4-2-4 spielen wollten. Also wir wollen schon in unserem System spielen, aber wie gesagt, ja, gestern fand das Spiel die meiste Zeit im Mittelfeld statt und das ist natürlich unsere Aufgabe, dass wir da auch überall und irgendwie in die Zweikämpfe kommen. Von daher war das schon ein sehr laufaufwendiges Spiel, würde ich schon sagen. Simone? Ja, also wir haben unsere Grundordnung 4-4-2. Das hat der Kim ja auch schon gesagt. Und ich denke, dass es im ersten Spiel eben eindeutiger war, dass unsere Mannschaftsteile zweit auseinanderstanden. Aber ich fand, dass wir gestern eine sehr, sehr gute Abwehrarbeit hatten und sehr, sehr viel gedoppelt haben auch. Deswegen finde ich, dass wir das gestern in Sachen Abwehrarbeit sehr, sehr gut gemacht haben und dass wir da immer wieder diese richtigen Abstände und Zeitpunkte gefunden haben. Lars Werner. Simone, kommen wir mal zu was Schönem, deinem Torjubel. Ich werde das Gefühl nicht los. Irgendwie erinnerte mich so ein bisschen an den Torjubel von Bastian Schweinsteiger. Auf jeden Fall sah das so aus. Ich glaube, du hast mal angegeben, das ist irgendwie so ein bisschen deine Art Vorbild. Und ich meine, du hättest auch gestern einen Bayern-Glücksbringer dabei gehabt. Stimmt das? Ja, also ich gucke mir viel von ihm ab natürlich. Also ich kopiere seine Sachen jetzt nicht, aber ich gucke mir viel ab und versuche das natürlich mit meinen so ein bisschen mit meinen Ideen ein bisschen zu kombinieren oder zu vermischen. Ja, also ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, das mag ich. Und ich mag auch den Bastian Schweinsteiger sehr gerne, auch als Typ. Und ja gut, ich komme aus Bayern, ich habe auch bei Bayern München gespielt und deswegen ist dieser Bayern München Glücksbringer ja auch immer dabei. Den habe ich halt von der Spielerin bekommen, die da auch gespielt hat, mit der ich mich sehr gut verstanden habe eben damals. Und solche Glücksbringer nehme ich dann immer wieder mit. Das war so ein Schweißband, ne? Oder? Genau, ein Schweißband war das, ja. Bitte schön. Simone, du hast gestern auch sehr früh den Dialog mit der Schiedsrichterin gesucht. Mhm. Was hast du zu ihr gesagt und was hat sie geantwortet? Also erstmal fand ich ja, dass mindestens 90% der Einwürfe von Nigeria total falsch waren. Das hat sie ja dann auch irgendwann mal erkannt. Ja gut, also im Endeffekt, ich finde es ja nicht schlimm, wenn man versucht auch mal ein bisschen zu kommunizieren, auch mit der Schiedsrichterin, weil es gab einfach einige Situationen oder Aktionen von Nigeria, die mehr auf den Knochen waren als auf dem Ball und dann wäre es halt auch einfach nicht schlecht in normalen Umgangsformen darauf auch hinzuweisen, dass man auch mal mehr darauf gucken sollte. Bitte schön, vorletzte Reihe hinten. Gestern im Laufe des Spiels, der Ärger wurde ja immer größer. Wie ist das jetzt, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat? Ich glaube, im Hotel seid ihr euch weitestgehend aus dem Weg gegangen heute Morgen. Die Nigerianerinnen sind ja schon abgereist. Wie betrachtet ihr das jetzt so emotional? Ja, also man hat jetzt das Spiel ein bisschen Revue passieren lassen. Und ja, es ist immer noch so, dass wir keine gute Leistung gezeigt haben. Das wussten wir gestern Abend auch schon. Und jetzt gilt es halt heute, das Spiel zu analysieren, was wir besser machen können. Und ja, man ärgert sich natürlich schon ein bisschen drüber. Aber bitte ein Stückchen weiter hinten. Ja, Frage an beide. Wie habt ihr die Stimmung im Stadion erlebt? Es gab ja erstmals auch gellende Pfiffe. Habt ihr manchmal das Gefühl gehabt, dass die euch eher gelten oder der Schiedsrichterin oder den Gegnerinnen? Wie war das auch im Vergleich zum Eröffnungsspiel? Ja,
also ich hatte in keiner Aktion das Gefühl, dass die Fans gegen uns pfeifen. Also wir waren eigentlich immer für uns, was ich auch sehr, sehr gut und positiv finde. Also es waren immer so diese Aktionen, die mehr oder weniger gegen Nigeria oder gegen die Schiedsrichterin gingen. Ja, natürlich, wenn wir einen Fehlpass machen oder so, kommt natürlich auch ein Grünen durch das Stadion. Okay, aber solche Fehler, ja, die passieren eben auch. Aber wie gesagt, wir sind auf dem Spielfeld und oft kriegen wir das auch gar nicht so mit. Armin Krause. Ja, nochmal, Kim Kulik, hast du eine Erklärung dafür, warum es nicht so läuft? Also der Druck der Zuschauer ist es nicht, der Erwartungsdruck ist es nicht, woran kann es sonst liegen? Und auch nochmal nachgefragt, wie du die Schiedsrichterleistung von gestern beurteilst. Ja, also zunächst mal Schiedsrichterleistung will ich eigentlich nicht beurteilen, das müssen andere tun. Und ja, zum Spiel, ich denke mal, wir haben in beiden Spielen gegen sehr tiefstehende Gegner gespielt, da war es ein bisschen schwierig, unser Kombinationsspiel aufzuziehen. Und wir wissen, dass es besser werden muss, aber ich bin mir sicher, dass wir da gegen Frankreich, weil Frankreich ein Gegner ist, der sehr, sehr gut spielen kann, dass sie mitspielen, dass wir da mehr Räume haben. Und da versuchen wir dann natürlich dann auch besser Fußball zu spielen. So, die letzten drei Fragen, bitteschön. Ja, aber gerade jetzt gestern nach dem 1:0, ist Nigeria mehr gekommen und sie hatten Räume und sie haben die Gegenstöße eigentlich alle sehr schlecht zu Ende gespielt, oft den freien Mann übersehen. Sie haben einmal, glaube ich, sehr überhastet abgeschlossen. Warum? Warum spielt man dann nicht zu Ende, wenn Sie sagen, Sie haben es nicht mit den Nerven oder Sie haben keinen Druck? Sie hatten in dem Moment Platz. Ja, das war dann wohl Unkonzentriertheit. Also wie gesagt, wenn wir dann den Ball hatten, wollten wir eigentlich schnell nach vorne spielen. Und oftmals, wie Sie gesagt haben, sind die Bälle nicht angekommen. Wir haben zu überhastet agiert. Und dann kommt halt sowas zustande, dass man dann wieder den Ball verliert. Bitteschön. Eine Frage an Simone. Ihr habt jetzt den zweiten Sieg. Jetzt wird die ganze Zeit analysiert, was lief nicht so gut. Hat man trotzdem noch ein bisschen die Muße, dass man sich auch freuen kann, dass man das Viertelfinale jetzt schon erreicht hat? Ja, natürlich. Also ich glaube, gestern war es halt einfach viel zu spät und sich dann noch großartig jetzt zu freuen. Aber wir wissen natürlich, wir sind im Finale. Wir haben das erreicht, wo wir auch erstmal hin wollten. Das ist ganz wichtig. Und ja, wir werden jetzt erstmal dieses Spiel analysieren, dann werden wir es auf jeden Fall abhaken, weil das muss dann auch mal abgehakt werden, dieses Spiel oder die letzten zwei Spiele eben. So, und dann konzentrieren wir uns auf Frankreich und das ist ganz wichtig. Und wir wollen eben jedes Spiel gewinnen und wir wollen auch ganz klar gegen Frankreich gewinnen. Die letzte Frage, Frank Hellmann. Vielleicht auch nochmal eine Frage an beide. Also Deutschland ist ja trotz allem gestern der Sieger dieses Spiels gewesen. Man hatte trotzdem im Eindruck, auch nachher, dass es doch eine Verliererin gab, nämlich Birgit Prinz, die sehr deprimiert war, sehr verärgert wirkte. Ihr wart ja heute Morgen mit ihr zusammen, hat sie sich wieder ein bisschen beruhigt. Und wie geht man auch als Stammspielerin, die ihr beide ja seid, jetzt mit der Mannschaftsführerin um? Also wir haben das auf dem Platz natürlich, also zumindest ich glaube bei Kim auch, das erstmal gar nicht so richtig mitbekommen, weil wir uns eben aufs Spiel konzentriert haben. Also heute in der Früh zumindest habe ich sie nicht gesehen. Aber wir sind ein Team und wir halten zusammen. Und wenn es mal irgendwo nicht läuft, dann baut jeder jeden auf. Also es gibt keinen, der irgendeine Spielerin in dem Sinne verlässt. Also wir sind ein Team und wir halten auch als Team zusammen, ganz klar. Das kannst du wahrscheinlich unterstreichen, Kim. Ja, auf jeden Fall. Ja, prima. Vielen herzlichen Dank. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Heute ist Reisetag. Gute Reise auch für Sie. Wir sehen uns in Düsseldorf. Tschüss.